Hallo, liebe Podcast-Freunde. Die Faschingszeit geht ihrem Ende entgegen und sie erreicht am Montag ihren Höhepunkt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Promi-Geflüsters. Ich habe euch ja versprochen, heute wird gefeiert. Zum einen die 50. Folge Promi-Geflüster und mein heutiger Studiogast hat seinen 70. Geburtstag vor sich. Am 3. Februar feiert er seinen 70. Er passt auch wiederum sehr gut in die Faschingszeit, denn es ist der Stimmungsmacher der Nation, wie ihn alle kennen, aber sein richtiger Name, wie man ihn wirklich landauf, landab kennt und auch bei Jung und Alt, es ist Toni Marschall. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Nun, wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, meine erste Single-Schallplatte war Die schöne Maid von Toni Marschall. Und damit ging es bei ihm los. Lieder wie Heute haben wir auf die Pauke, Ich fange für euch den Sonnenschein oder Junge, Die Welt ist schön, das alles sind seine Gassenhauer gewesen. Und die Musik, sage ich mal, die hört man heute noch. Er ist heute noch im Gespräch, immer noch aktuell. Denn ich sage mal, die heutigen Stars, die Superstars, sind vergänglich. Aber ein Toni Marschall, ihn wird es immer geben. Viel Vergnügen nun beim Interview. Ja, klingt gut. Klingt gut. Das eben eine ganz andere Variante von meinem heutigen Interviewgast, Toni Marschall. Herzlich willkommen zum Promi-Geflüster. Hallo Toni, grüße hallo, dich. Hallo, wie geht's? Gut? Danke, gut. Und dir auch? Ich hoffe, ich auch, ja. Erst wollte ich von Toni Marschall wissen, wie er denn den Jahreswechsel begangen hat. Und hat wunderbar angefangen. Im Kreise von meiner Familie, meiner Freunde wird gefeiert. Das ist Tradition bei uns im Hause. Ein nächstes Jubiläum steht schon wieder an, am 3. Februar im Zeichen Wassermann. Hat sich das schon rumgesprochen? Hat sich schon rumgesprochen, wirst du 70. Ja, wie wird denn gefeiert? Na ja, als wäre es der Letzte. Man wird ja nur einmal 70, nicht? Mhm. Dann werden die 80 angepeilt, dann die 90, dann kommen die 100. Okay. Ja, vielleicht habe ich das Glück und darf so alt werden wie Johannes Ester. Wer weiß, na, unterhalten wir uns aber nochmal. Ja. Wer weiß. Wer weiß. Aber du bist nach wie vor kräftig unterwegs. Meine erste Single-Schallplatte, die ich damals bekommen habe, also wo ich mitbekommen habe, war wirklich eine von dir, schön rot. Also, das rote Cover, Schöne Maid. Schöne Maid, ja, das ist. Das war deine Anfangszeit, ne? Das ist jetzt 37 Jahre her. Da kann man wirklich sagen, Kinder, wie die Zeit vergeht, aber das war eine reiche Zeit. Viel Musik, viel Erfolg vor allen Dingen. Und hat sich eigentlich nichts geändert in den vielen, vielen Jahren. Im Gegenteil, wenn der Geburtstag rum ist, dann fliege ich nach Bora Bora und werde dort Ehrenbürger von dieser traumhaft schönen Insel. Für mich die Vorstufe zum Paradies. Und dann geht die Tournee bis in den Mai. Und dann im Herbst dann 2 Monate am Schillertheater in Berlin. Mhm. Wieder den Milchmann Tevye beim Traummusical Anna Tevka. Eine Rolle, die mir auf den Leib geschrieben ist. Ich habe es jetzt schon über 200 Mal gespielt. Mhm. Und die Leute warten darauf, bis ich wiederkomme. Man fragt mich, Toni, wann bist du bei uns in der Stadt und so weiter. Und ich kann also allen versprechen, dass ich irgendwann in den nächsten 2 Jahren aufkreuzen werde. Nach dem Gastspiel in Berlin am Schillertheater folgt dann 2009 eine Europa-Tournee. Mhm. Da geht es dann auch Holland, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Schweiz, Österreich. Also ich habe noch viel vor. Viel vor, setz dich also nicht gleich zur Ruhe, also schon immer noch voller Tatendrang. Was ist das? Ja, genau. Und du hast ja auch Enkelkinder. Ja. Wie viele sind's? Die halten mich auch noch auf Trab nebenbei, gell? Ja, natürlich, Gott sei Dank, das sind 5er. Das ist der Julius, der ist 23, dann kommt die Mia, 20, dann kommt der Jannik, 14, dann kommt der Maike, 12 und der Kleinste, der Benjamin, das ist der Maurice, ist das gerade mal 5 Jahre. Okay. Sind die auch schon musikalisch irgendwie mit am tätig? Aber natürlich. Alles, was mit dem Marschall zusammenhängt, die musikalisch haben sozusagen in die Wiege gelegt bekommen, wie ich eigentlich auch. Mein erster Schrei, da hat Mama gleich gesagt, aus dem wird mal ein Sänger. Sie hat recht behalten. Dein Beiname sozusagen war ja immer der Stimmungsmacher der Nation. Ja, du hast auch damals viele Fernsehshows auch moderieren dürfen. Richtig, ja. Ich habe die großen Fernsehshows gehabt beim ZDF
in den 80er und 90er Jahren, wir hatten ja auch damals Einschaltquoten von über 15 Millionen. Mhm. Die saßen am Fernseher, haben sich Lass mal einen Toni machen, angeschaut. Ja, und was gibt es dann noch? Da gibt es eine wunderbare Ehe. Mhm. Seit 46 Jahren. Eine wunderbare Partnerin, Lebensgefährtin, meine Gabriele. Mhm. Wir kennen uns ja schon vom Kindergarten, Grundschule, Gymnasium. 59 war die Verlobung. Mhm. Damals hieß es ja noch, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Das wär heute fast nicht mehr möglich. Da. Also wenn man heute die, oder die jungen Leute so heute beobachtet. Nur noch Turbulenzen. Wahnsinn, ja. Ja. Wie gesagt, dein Heimatstadt ist ja Baden-Baden. Ja, ne? Geburtsort genau. Geboren, ja. Ja. Und und daraus geht es an die ganze Welt. Ich meine, wenn ich wirklich nochmal die Lieder da, wenn man die nochmal Revue passieren lässt, Junge, die Welt ist schön und so weiter. Ach, was hast du denn schon alles so erlebt in der ganzen Zeit? Was hat sich geändert auch von damals bis jetzt, wenn du es jetzt nochmal zur Revue passieren lässt? Es werden immer mehr sogenannte Sängerinnen und Sänger. Ob die sich immer berufen fühlen, ich weiß es nicht. Man strebt eben, man braucht den Erfolg. Junge Leute, ich muss manchmal, wundere mich manchmal, also ein Handwerk ist gar nicht mehr angesagt. Welcher junge 14-Jährige nach dem Grundschulabgang will noch gerne Metzger werden oder Installationsmonteur oder Gipser oder Maurer, also die klassischen Handwerksberufe, Schreiner. Die jungen Leute wollen alle zu Herrn Bohlen und wollen über Nacht Superstar werden, aber so leicht ist es nicht. Man, das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt. Da gab es schon viele Superstars, die hat man nach einem halben Jahr gar nicht mehr gekannt. Das ist der Gong für die zweite Runde.